Sobald eine Fertigkeit den Wert 100 erreicht hat, das ist ein Tipp, den wollte ich vielleicht ein bisschen später haben. Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist es notwendig, zu essen, zu schlafen und sich warm zu halten. Dieser Modus enthält außerdem zusätzliche Herausforderungen. Schnelles Reisen ist nicht möglich, deine Tragfähigkeit ist verringert und Stufenaufstiege sind nur möglich, wenn du schläfst. Im Eintrag Überlebensmodus und unter Hilfe findest du weitere Einzelheiten. Überlebensmodus einschalten? Nein. Wir spielen auf unsere Art Überleben. Der hat uns nicht gesehen, oder? Er fliegt davon. Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Alles es klar. Ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Sicher, dass wir uns aufteilen sollten, wenn du sagst, dass Flusswald in der Nähe ist? Hat wahr. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Dann lasst mich mit euch kommen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Wenn er mir helfen soll, dann lasst mich doch mit euch reisen. Es ist das Mindeste, was ihr tun könnt, nachdem ihr mich beinahe exekutiert hättet. Für keinen Grund. Monarch und Falter. Butterfly. Wing. Pflanzen einsammeln. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Oh, damn. Da droppen gerade auch die FPS bei mir. Mit der kaiserlichen Armee bei. Du, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das ist, was ich machen möchte. Mich an einem Krieg anschließen. Was ist das denn? Eine Straße. Mal cut. Ein bisschen Helgen. Ja, okay. Riften. White Run. Riverwood. Falkreath und Beaverstadt. Ja, okay, irgendeine Mod zerschießt unsere Pfeiler. Ja, ich würde schon sagen, in die Richtung ist doch Flusswald. Ja, wir holen uns. Seht ihr die Ruine dort oben? Das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Oh, alles klar, ne? Ja, wir haben hier einige Symbole in der Nähe. Wir könnten theoretisch sofort mal schauen, was denn hier ist. Na, hallo? Glutsplittermin entdeckt. Naja, oder vielleicht... Vielleicht folgen wir einfach mal erstmal Hatva, bevor wir uns in irgendetwas hineinstürzen. Die Wächtersteine. Der Diebesstein. Der Magierstein und der Kriegerstein. Ja, diese Steine sorgen dafür, dass wir die Fertigkeiten, die wir halt haben, also die verschiedenen Talentbäume 20% schneller trainieren würden. Ich versuche so wenig Dieb zu spielen, wie ich kann, weil Dieb ist halt schon sehr basic und spiele ich halt immer. Deshalb machen wir mal Magier. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Zeichen annehmen. Können das alle sehen, Hatva?
Hast du irgendwas zu sagen? Ich hoffe, dass dieser Drache nicht noch irgendwo hier herumfliegt. Ich dachte, die Drachen wären alle gestorben und tot. Lange Zeit. Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrichs Hinrichtung angreift. Glaubst du wirklich, dass Menschen diesen Drachen mobilisieren konnten? Er hat doch alle gleich angegriffen. Wer waren diese anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht. Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Ist er irgendwie ein Verräter? Ich bin neu in Himmelsrand und ihr habt mich direkt gefangen genommen. Ich gehörte nicht dazu. Genau, der Anführer der Sturmmäntel. Sie behaupten, für die Freiheit von Himmelsrand zu kämpfen, aber in Wirklichkeit geht es bei dem Krieg nur darum, dass Ulfric der Großkönig von Himmelsrand werden möchte. Wer sind denn die Sturmmäntel? Ich verstehe schon, dass es die Leute im Blau waren, aber... Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Ha, nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen. Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Wie habt ihr ihn dann gefangen genommen, wenn er doch so eine große Figur ist? Eine Meisterleistung von General Tullius. Er hat hier erst seit ein paar Monaten das Kommando, aber dank ihm hat sich das Blatt für das Kaiserreich gewendet. Wir versuchen Ulfric schon seit Beginn des Krieges zu erwischen, aber er ist uns immer durch die Finger geschlüpft, als hätte er immer gewusst, wann wir kommen. Diesmal hat der General den Spieß umgedreht. Ulfric ist uns mit nur einer Handvoll Leibwächtern in die Falle geritten. Er hat sich auch ohne Widerstand ergeben, so viel zu seinem Ruf zu siegen oder zu sterben. Ich dachte, wir würden Ulfric nach Cyrodiil bringen, aber der General hat seine Meinung anscheinend geändert. Den Rest kennt ihr. Naja, wenn er euch immer so entkommen ist, wäre doch ein Spion von eurer Seite denkbar. Aber ihr meint wirklich, ihr solltet der kaiserlichen Armee beitreten? Und in euren Bürgerkrieg mitkämpfen? Natürlich. Ich weiß, heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Aber ich hoffe, ihr gewiss gebt uns nicht noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen. Besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Die Rebellen werden keinen Drachen haben, der... Meint ihr, General Tullius weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Er hat meine Hinrichtung befohlen. Warum sollte ich ihm helfen wollen? Ich kann euch nicht verdenken, dass euch das wütend macht. Mir ging es an eurer Stelle genauso. Aber das war nur ein Versehen. Ihr hättet gar nicht auf dem Wagen mit diesen Sturmmantelverrätern sein sollen. Und die kaiserliche Armee braucht eure Hilfe. Besonders jetzt, da der Drache irgendwo da draußen und Ulfric wieder auf freiem Fuß ist. Ich muss drüber nachdenken. Ich habe sagen können, was ich wollte. Und ihr hättet mich immer noch hingerichtet. Natürlich, das verstehe ich. Es ist nicht leicht, an einem Tag von der Armee fast hingerichtet zu werden und sich ihr am nächsten Tag anzuschließen. Aber ihr werdet sicher noch einsehen, dass die Armee im Moment Himmelsrands einzige Hoffnung auf Frieden ist. Ich weiß, am Ende werdet ihr die richtige Wahl treffen. Alles klar, wenn du das sagst. Ach. Wunderschön die Natur, nicht wahr? Hört zu, wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung. Begnadigung? Gerade hast du noch gesagt, dass es ein Versehen war. Hähnchen im Wind, ey. Das waren Wölfe. Da sind sie.
Ja, wo ist mein Schild? Damn. Ja, komm. Ah, Gruppenkuscheln. Raw Dog Meat oder Wolfspelz? Ja, ich nehme die mal nicht mit, die Sachen. Wobei, das mit dem Pelz. Den Pelz, egal, komm. Wir sind am Anfang des Spiels, wir können auch alles mitnehmen. Und dann uns dumm vorkommen. Naja, okay, mein PC struggelt doch ein bisschen, die 60 FPS stabil zu halten. Wir sind schon fast im Flusswasser. Ja, du wolltest mich halt aber wegschicken, Hatwa. Du solltest aufhören, solche gemischten Signale zu senden. Oh, was ist das denn? Slaughterfish Egg Nest. Slaughterfish Egg. Violette Bergblumen. Und das ist Flusswald. Nehme ich an. Flusswald. Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Schön, Normalität zu haben, ohne dass... Hallo. Guten Tag, Sven. Was macht ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? Oh. Schau aus Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Psst, Onkel, bitte, sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist ein Freund, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut, kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ja, der ist. Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Ich habe diesen Drachen auch gesehen. Ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen. Es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Hey. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Habt ihr schon gehört? Das Flusswaldhandelskontor wurde ausgeraubt. Der arme Lukan ist sicher am Boden zerstört. Nee, das hatte ich nicht gehört. Ich wollte dir nur sagen, dass ich den Drachen auch gesehen habe. Mensch. Ah. Ja, wir sollten reingehen. Eisenschwert. Kriegshammer. Alvor und Sigrids Haus. Sigrid, wir haben Besuch. Hallo, Dorte. Nett ist es hier. Hatwa, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge. Paranormal Activity. Was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Es ist leider wahr. Warte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardwar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt,
Ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Ich wollte jetzt keinen Bottleflip machen mit deinem Wein. Ich wollte den nur ein bisschen aus dem Weg schaffen. Okay, was hast du denn? Brot? Zwei? Das ist nicht viel. Cheddar? Nee. Ja, das ist... regeneriert 20 Ausdauerpunkte. Ausdauer regeneriert sich 20 Sekunden lang. 25% langsamer. Das ist nicht so gut. Den Eisenbarren werde ich mal mitnehmen. Danke dir. Ein Dietrich. Ein Ring. Und drei Heiltränke. Ich danke dir, Alva. Ich bin ein Fremder und wenn sie hier einen Drache so großzügig. Muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Wie komme ich von hier nach Weißlauf denn? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Drachenfeste. Wie passend. Was könnt ihr mir denn über den Jarl erzählen? Was ist das für ein Mann? Jarl Balgruuf. Er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Was glaubt ihr? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Elisif? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ihr unterstützt also das Kaiserreich. Na, wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Mit der Stimme? Das klingt ein bisschen absurd. Was könnt ihr mir denn hier über Flusswald erzählen? Ich denke, ich werde noch eine gewisse Zeit hier bleiben müssen. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Was denkt denn ihr über diesen Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Die Talmor. Warum dürfen die Talmor die Anbeter von Talos verhaften? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Das klingt furchtbar. Vor allem, wenn es die Eltern von Kindern erwischt, nicht wahr? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wer die Talmor sind. Darf ich denn eure Schmiede verwenden, wenn ihr damit euer Brot hier verdient? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Alles klar, die Vorräte
Habe ich jetzt schon ausgelastet. Ich danke euch für eure Großzügigkeit. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Still, Kind. Belästigt euren Cousin nicht. Belästigung. Hey, Dorte. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja. Ich wünschte... Ja, was kann ich schon sagen, ne? Ich wünschte natürlich nicht, dass es ein Drache wäre, aber... Ich muss sagen, ich habe diesem Drachen mein Leben zu verdanken. Ich nehme mal all euer Geld. Weißlauf für den Ehrenmann. Ja. Lassen. Na, wobei, nehmen wir mal mit. Kartoffel, Kartoffel, Chicken Egg. Einige dieser Sachen ist tatsächlich Essen und einige sind Zutaten. Kochtopf. Wir könnten theoretisch auch selber kochen. Aber die stellen halt alle, also 5 Punkte ist halt wirklich nichts. Aber so gewisse Eintöpfe wie sowas hier. Die 1 Punkt für 720 Sekunden, das ist schon Ausdauer wird 270 Sekunden um 25 Punkte erhöht. Das ist halt schon echt ziemlich stark. Aber mal schauen, wenn wir das so... Ah, das Stahlschwert, das dürfen wir nicht mitnehmen. Okay, wenn Sigrid jetzt... Kann ich mich zu Sigrid dazulegen? Das sieht ein bisschen weird aus. Ich sammle noch ein bisschen... Upp. Ab. So, ein bisschen balancieren. Bisschen eure Sachen hier ein. Das ist klar und okay. Und ich schau mal, was ihr hier unten habt, ja? Ich denke, Mahatva hat sich auch zu Bett gelegt. Gibt es denn hier noch ein Bett? Hatwa? Ah. Ein Bettbezug. Trollfett. Das sieht... Eisenhandschuhe. Eine Axt. Das lasse ich lieber in Ruhe. Zaubertrank des Waffenschmiedes. Ja, wir sind mal moralisch nicht 1A. Aber solange es keiner gesehen hat, wird auch niemand danach suchen. Nehme ich mal an. Ein Horkerzahn. Du, Alvor. Ich weiß, das sieht ein bisschen weird aus, aber ich schlafe mal neben deiner Frau, ja? Wir haben 10 Uhr. Ich würde sagen, wir schlafen bis kurz nach 7. Ah. Du fühlst dich... Du wachst auf und fühlst dich gut ausgeruht. Hast du noch irgendwas zu sagen, Sigrid? Fühlt euch wie zu Hause. Was denkst du denn über den Krieg? Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Flusswald kommt. Es gibt auf der Welt schon genug Ärger. Da müssen die Sturmmäntel nicht noch mehr machen. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Fährt einfach der Straße nach Norden. Biegt bei der Honigbräu-Brauerei links ab und ihr seid auf dem Weg zum Stadttor. Es ist nicht weit. Früher sind wir dort fast jeden Monat auf den Markt gegangen. Aber dann wurde die Reise wegen des Krieges zu gefährlich. Oh, das... Also gut. Es tut mir natürlich leid, dass euer Einkommen anscheinend eingeschränkt wurde. Ich mache mich dann auf den Weg, Sigrid. Nochmal danke für alles. Okay, du kommst mit mir nach draußen, ist okay. Hi, hast du jetzt nochmal irgendwas? Möchtest du mit mir reden? Bei Shaw, was Nein. wollt ihr? Entschuldigung, ich... Meat Barrel? Raw Beef? Salz? Ja. Kohl? Nee. Hängemoos. Ich weiß nicht, was ich tun kann, damit die Frames ein bisschen stabiler laufen, aber ja. Ich darf das mitnehmen? I take all... Oh. Hoppala.
Ja, das erkläre ich gleich alles selber. Das sind einfach zu verstehende Dinge. Darf ich jetzt auch das mitnehmen? Tatsache. Oha. Ha. Das ist zum Beispiel alles per Mod hinzugefügt. Und ich wüsste jetzt nicht, was hier ist, aber dafür müsste ich da einbrechen, denke ich mal. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Sigrid, I know. Ich war noch bei dir zu Hause. Gut, wir haben in deinem Bett geschlafen. Vielleicht kommt deshalb, aber... Wer bist du denn, Gerdur? Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei. In der Mühle. Was kannst du denn mir über Flusswald sagen? Ich habe gehört, deine Vorfahren haben das hier ergründet. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Gibt es denn hier irgendwo einen Ort, wo ich frische Vorräte kaufen kann? Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Alles klar, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Eigentlich meinte ich wirklich irgendwie was zu essen oder sowas, aber ist okay. Alvor, ich wollte sowieso nochmal mit dir kurz quatschen. Bezüglich deiner Schmiede. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht? Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Ah, was hast du zu verkaufen? Werft einen Blick drauf. Handel. Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Ja, das ist jetzt sehr irrelevant, weil das Menü hier anders aussieht. Ein Schloss. Nägel. Man kann auch sein eigenes kleines Häuschen hier bauen in dem Spiel. So, wir haben 126 Gold. Er hat deutlich mehr. Was könnten wir dir irgendwas verkaufen? Ein Pelz könnten wir verkaufen. Können es auch mal nach Wert sortieren. Die Rüstung findest du gut. Ja, das werde ich mal los. Und auch die, weil dann werde ich die Dingens ausrüsten. Einen kann ich davon verkaufen. Genau wie ein Schwert. Die zwei Dolche. So, jetzt bin ich auch direkt ein bisschen leichter. Ich könnte natürlich auch diese hier verkaufen, aber wir werden sehen. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Ja, dann lass mich an die Schmiede. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Und oh boy. Oh boy. Let me tell you. Basically, das ganze Menü, oder so gut wie alles, ist nur aufgrund von Mods gerade so sick. Was wir alles herstellen können. So, wir können... This bolt will ignite when fired, ist so... Ja, das sind definitiv nicht Sachen, die wir eigentlich herstellen. Durch im normalen Spiel. What? Creates a magic bow for... Ich kann ein Zauberbuch mit Münzen herstellen? Interesting. Nägel. Eisenkriegsaxt, Eisenschild. Aber er hat uns nach einem Dolch gefragt. Stellen wir ihn doch mal her. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Ja. Mögen die Götter über euch... Hier ist der Dolch. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Alles klar. Also gut. Ich will euch nicht stören. Ich will nur mein Praktikum hier absolvieren, Sigrid. Oh, wie cool. Dass du frisches Wasser bringst. Dankeschön. Sick. Schleifsteine. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Den Eisendolch. Wir brauchen dafür einen Eisenbarren und können
ihn auf fein machen. Ja. So. Ich speichere mal ganz kurz. Nehmt euch, was ihr... Hier. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Alles klar. Auf Wiedersehen. Chaining Rack. Gerbgestelle. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen benötigt. Ja. Hier, wir können aus einem Höhlenbärenpelz 4 Leder zum Beispiel herstellen. Zack. Und wir können uns jetzt Tornister schon mal herstellen, die wir benötigen, um mehr Sachen zu tragen, weil, oh boy, das wird schnell und so hart auf die Eier gehen. 50 Punkte, 50 Punkte net. Elchleder haben wir auch. Ja, stellen wir mal ein bisschen Leder her und ein paar Lederstreifen. So, was könnten wir dann jetzt? Pale Pouch, Box Pouch. Ich weiß nicht. Side Left und Side Right. Damit könnten wir theoretisch auch... Okay, wir können damit gut trainieren, weil je teurer die Dinger sind, desto mehr EP kriegen wir. Und wir könnten die auch theoretisch verkaufen, weil die haben schon großen Basiswert, aber das wäre Cheating. Shoulder Pad, Leather Large. Huh. Ah. Ja, okay, man kann hier wirklich halt alles dann zusammen basteln, zusammen herstellen. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Kann das sein, dass ich gerade alles, was ich hatte, verarbeitet habe und... Ich glaube, ich muss noch mal kurz was nachkaufen. Oder lass mich einmal ganz kurz gucken. Bringe das Leder zu Alvor. Ja. Was auch immer ihr... Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte... Nein, nein. Ich vergaß, ihr seid ja neu in Himmelsrand. Nein. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Dazu. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet. Würde gerne hier weg. Dieser ermordet wurde. Braucht ihr eine... Ja. So. Wir haben eine neue Stufe erst einmal. Willkommen im Stufenaufstiegsmenü. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du deine Gesundheit, Magicka oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Ja, wir können alles um 10 Punkte erhöhen, Gesundheit, Magicka oder Ausdauer. Und bei Ausdauer verbessert sich auch unsere Tragekapazität. Aber wir gehen erstmal auf Gesundheit, because we are weak. Ja, und das sind alle Fertigkeiten, die existieren. Illusion, Alchemie, Redekunst, Taschendiebstahl, Schlossknacken, Schleichen, leichte Rüstung, Schießkunst, einhändig, zweihändig, Blocken, schwere Rüstung, Schmiedekunst, Verzauberung, Veränderung, Wiederherstellung und Zerstörung. Ja. Ich weiß noch nicht ganz, in welchen Stil ich gehen möchte. Also überall und jeder hat halt hier so seine Anfangspunkte. Einhandwaffen verursachen 20% mehr Schaden, das könnten wir 5-mal upgraden. Und diese Punkte schalten sich halt frei, sobald wir einhändig auf Stufe 30 beispielsweise haben oder auf Stufe 70, Stufe 100. Und alle brauchen halt einen dieser Punkte und die kriegen wir halt pro Stufenaufstieg. So, ich möchte nicht so viel meinen Bogen verwenden, das wird noch kommen, aber erst einmal vielleicht etwas anderes. Illusion, Beschwörung, Zerstörung... Wir könnten die Hälfte der Magicka verwenden, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu viel des Guten, weil ich glaube, Magie ist immer noch nicht gerade eines der starken Dinge. Wir können das uns auch jetzt mal kurz aufbewahren und gucken, womit wir sonst arbeiten wollen. Eisen oder werft einen Blick drauf. Ich würde gerne etwas kaufen. Oh,
Das ist verdammt teuer. Hier ist das Leder, was du wolltest. Nein. Er regiert das Fürstentum Weißland. Nein, das wollte ich nicht. Halt dein Maul und lass mich in Ruhe. Die Katze. Hier ist das Leder. Gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Alles klar. Die Schmiede. Jetzt, was zum Teufel ist ein Pelzhelm? Morgen, Frau. Hallo, mein Gatte. Ihr steht spät auf. Ihr wart letzte Nacht wohl zu lange im schlafenden Riesen, nicht wahr? Oh, natürlich bin ich nicht gerade erst aufgewacht. Ihr wart wohl gerade nicht da, als ich aufgewacht bin. So, ich mache mich besser an die Arbeit. Ich muss noch ein Sägeblatt reparieren für Gerdurs Mühle. Passt auf euch auf, mein Gatte. Okay. Er hat Pelzhelm gesagt, also nehme ich mal Hide an. Das ist ein Dialog, den ich noch nie gehört habe. Ich habe knapp 1000 Spielstunden. Interesting. Zwar ein interessanter Bug, dass ich die glühende Seite an meinem Ärmel trage. Pelzhelm. Aha. Hier ist dein Pelzhelm. Nehmt euch was. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Wenn du das Geld zahlst. Wie die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Alrighty. Ja. Werkbank. Ja. Und hier basically wie beim Schleifstein, nur dass es halt jetzt für Rüstung ist. Wir können sie upgraden und dadurch eine bessere Rüstung erzielen und auch einen besseren Wert. Und dafür brauchen wir auch Materialien. Ja. Hi. So. Was auch immer ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Ja, wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Alvor, fürs Zeigen und für die Materialien und dass ich es behalten darf. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, den auszurüsten. Nein. Die Sachen kann ich aber dann gleich verkaufen. Ja, und ich würde sagen, das war es dann auch für diese Folge Skyrim. In der nächsten Folge werden wir natürlich weiter Flusswald erkunden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Abonniert doch gerne den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye. Mal wieder betrunken, Embry. Passt nur auf, dass Alva euch nicht so mit mir reden hört. Sonst steckt er euren Kopf in seine Schmiede. Das war ein Nein, nehme ich an. Jetzt bye bye.